ein weiterer Gast, den ich deshalb eingeladen habe, weil mir seine Produkte und der Hintergrund hinter seinen Produkten besonders am Herzen liegen. Denn wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich versuche zu Hause so weit wie das möglich ist, Zero Waste zu leben und nicht so viel zu konsumieren und besser darüber nachzudenken, was ich konsumiere, welche Unternehmen ich unterstütze, wo ich Geschenke einkaufe und so weiter. Und deswegen liegen mir Unternehmen wie deins am Herzen, denn du machst dir auch richtig viele Gedanken darüber, wie man aus Dingen, die eigentlich Müll wären, nochmal was produzieren kann, was sinnvoll ist, schön ist und was noch eine lange Zeit weiterhält, ne? Genau. Also bei mir ist halt Zero Waste nicht machbar. Ich verarbeite halt Müll. Also ja. Ich habe halt ein ganzes Lager voll mit Müll und Abfällen und Dingen, die andere Menschen nicht brauchen. Und ich überlege mir halt immer, was ich daraus noch machen kann, dass die Materialien halt länger im Wertstoffkreislauf bleiben, sodass halt die Sachen, die eh schon da sind, weiter genutzt werden und keine neuen Ressourcen halt dafür benötigt werden. Mhm. Passenderweise heißt dein Label auch Tanz auf Ruinen, so genau. Ein bisschen. Du versuchst quasi aus Müllruinen nochmal wertvolle Produkte zu machen. Genau, der Hintergrundgedanke ist halt, also die Ruinen sind das, was wir hier hinterlassen. Unsere Wegwerfgesellschaft hat halt eine ganz krasse Überproduktion. Wir schmeißen so viel weg, es wird eher neu gekauft statt repariert. Und das Tanz soll halt zeigen, dass man aus den Ruinen, die wir jetzt haben, aber doch noch was anderes machen kann. Ja, ich habe mir, also ihr habt zum Beispiel auch solche Gürtel, ich weiß nicht, sieht man jetzt Ich habe auch einen hier dabei. Du hast einen wunderschönen Gürtel, zum Beispiel diese Gürtel, ich liebe die. Ich habe vorletztes Jahr habe ich schon mal so einen Gürtel, ich glaube, bei dir gekauft und den als Mitbringsel mit nach Hause genommen. Das ist einfach ein alter Fahrradreifen. Genau, hier ist ja das Gleiche. Der Fahrradreifen hat seine Funktion als Reifen verloren, weil der irgendwo ein Loch, einen Riss hatte oder das Profil abgefahren ist. Es gibt tausend Gründe, warum die aussortiert werden. Und normalerweise werden die halt thermisch verwertet, also die werden verbrannt. Verbrannt, ja. Jetzt kann ich aber diesen Reifen, der als Reifen nicht mehr taugt, noch zu einem Gürtel umarbeiten und so ist dieses Material nochmal 5 bis 10 Jahre länger im Umlauf und ich brauche für diesen Gürtel an neuem Material eigentlich nur 2 Nieten. Und die Schnalle? Die Schnalle, in der Regel versuche ich gebrauchte Schnallen zu nehmen. Ich kriege aber mittlerweile nicht mehr genug kaputte und gebrauchte Gürtel, um halt mich mit Schnallen zu versorgen. Die muss ich auch neu dazu kaufen. Aber auch hier gilt das Gleiche, selbst wenn der Gürtel kaputt geht, kann ich ja diese Schnalle wiederum auch weiterverwerten. Ja. Genau, und der Gedanke dahinter ist halt einfach, das hat eh schon die kreisrunde Form eines Reifens, das ist auch als Gürtel tragbar. Und ich brauche hierfür so gut wie keine Energie und kein Neumaterial. Und die haben eine extrem lange Halbwertszeit. Mir wurde gesagt, ich weiß nicht, ob du das warst, dass du deinen Gürtel schon 10 Jahre trägst? Ich trage meinen erst seit 4,5 Jahren, aber jeden Tag, ohne den zu wechseln, und es passiert gar nichts. Okay, der Wahnsinn. Also die halten halt, die Haltbarkeit kann man schwer einschätzen, weil ich weiß halt nicht, wie alt der Reifen war, den ich genommen habe. Wenn der Reifen halt schon 30 Jahre alt ist, wird das Gummi irgendwann porös werden. Aber in der Regel passiert da eigentlich nichts. Okay. Erzähl mal, was hast du noch mitgebracht? Du hast noch ein paar Produkte von deinem Stand mitgebracht. Ich habe so ein paar Sachen mit, um so die Bandbreite zu zeigen. Ich habe mittlerweile über 40 verschiedene Produkte im Angebot. Das war jetzt eine alte Luftmatratze. Da ist einfach nur, hier ist das neue Material, der Reißverschluss. Man kann natürlich auch gebrauchte Reißverschlüsse nehmen, aber das ist dann qualitativ meistens eher, hält dann nicht so lange. Und ich will ja keinen neuen Müll produzieren, sondern... Bei Luftmatratzen ist auch das Schöne, die sind meistens an genau einer Stelle kaputt und die kaputte Stelle ist selten größer als eine 2-Euro-Münze. Und das ganze restliche Material wird normalerweise weggeworfen. Jetzt kann auch ich hieraus verbrannt, aber. Und das wird auch in der Regel wieder verbrannt, weil das ist einfach mengenmäßig so viel, dass das gar nicht recycelt werden kann. Jetzt kann ich aber hieraus noch ein Täschchen machen und wenn das irgendwann kaputt geht, kann es immer noch ins Recycling gehen. Und ob es dann verbrannt wird, das liegt dann auch nicht mehr in meiner Hand, aber ich kann es noch weiter umnutzen. Genau, das ist so Bereich Nähen, damit habe ich erst vor 1,5 Jahren angefangen, da gibt es noch nicht so viele Produkte. Machst du aber ganz gut, wenn ich das so beurteilen kann. Also nähen kann ich ja, sieht gut aus. Ja, es soll halt auch funktionieren und halten, also es soll schon immer irgendeine Funktion haben. Und ist halt super fürs Badezimmer geeignet, weil das Material eh wasserabweisend ist und genau. Was hast du noch dabei? Dann habe ich noch mit, die nicht mehr beschreibbaren Disketten sind jetzt als Notizbuch wieder beschreibbar. Ich finde dann auch noch den Aspekt halt gut, dass der Gedanke ist, ein Speichermedium, was was obsolet geworden ist, kann jetzt aber doch wieder als Speichermedium benutzt werden. Zwar dann auf analogen Wege, nicht digital. Aber hier ist das Gleiche, die liegen in jedem Keller rum, die haben keinen Sammlerwert, niemand will die haben, die werden weggeworfen, weil es einfach überflüssig ist. Und das ist natürlich jetzt hier die Frage, inwiefern hat das was mit Upcycling zu tun, weil das Papier ist natürlich neu und die Drahtbindung. Das ist dann eher das ist auch immer mein Ansatz, so 100% Upcycling ist immer schwer umzusetzen. Aber
Leute können darüber auch über das Thema nachdenken. So, ich habe dieses Zeug im Keller liegen, ich muss es nicht direkt in die Tonne kloppen, sondern vielleicht kann ich noch was anderes damit machen. Man kann noch was damit machen und damit vermeiden, ein anderes Produkt zu kaufen, was wieder mehr Müll erzeugen würde. Man hat was, woraus man was machen kann. Ne? Ja, und das ist jetzt auch einfach nur eine Idee, was man aus Disketten machen kann. Man kann da mit Sicherheit noch andere Sachen draus machen. Mir fehlt halt nur die Zeit, um mir noch so viel andere Dinge zu überlegen. Oh ja, dann ist genau das Gleiche. Das alte ist jetzt Landkarten. Ein, genau, das sind Schuhe. Kamera halten, kannst du einmal raufzoomen, bitte? Das ist halt alte, diese ADAC-Straßenkarten, die früher in jedem Auto rumlagen, die kein Mensch mehr nutzt, weil alle Navi haben. Oder die einfach abgelaufen sind. Ich kriege aber auch von Schulen die alten Atlanten, die von 1979 sind, wo noch die DDR drin ist. Und das ganze Kartenmaterial ist halt auch einfach Altpapier. Und da ist natürlich auch der Punkt, hier ist der Upcycling-Faktor halt auch sehr gering, weil es im Endeffekt nur das Motiv ist. Es liegt aber einfach an den Begrenzungen des Marktes. Ich bin rein technisch in der Lage, diesen Glasstein und die Fassung selber zu machen. Aus Altmetall und aus altem Glas. Die Arbeitszeit ist dafür aber so aufwendig, dass das Ding halt nicht 20 Euro kosten würde, sondern 250. Und niemand würde es dann kaufen, obwohl es dann 100% cool wäre. Aber da sind die Leute nicht bereit, das Geld für auszugeben. Darum ist halt hier der Glasstein und die Schmuckfassung, das ist halt Neuware. Kann man kaufen, auch hier auf der Kreative. Genau. Das sind solche Sachen, die man hier findet, so Zubehör zum Schmuckbasteln. So, jetzt hast du noch was dabei, das klassische Tetrapack. Genau, das ist halt so ein der klassische Getränkekarton. Ja, ja. Halt, der hat zwei Fächer. Lass kann man tatsächlich mal, nutzen. Einmal die Regie hier noch einmal drauf zoomen. Das ist ein, dass man einmal sieht. Das ist halt so ein Produkt, das verkaufe ich eigentlich gar nicht, weil mir das zu simpel ist. Das biete ich aber in Workshops an, weil das halt hier auf der Messe, die Leute wollen sich ganz viele Sachen angucken, die haben nicht so viel Zeit für einen Workshop. Ja. Das ist halt in 20 bis 30 Minuten auch mit einer größeren Gruppe machbar. Genau, und du bietest Workshops hier an, das kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Du bietest Workshops an, man kann bei dir am Stand diese Tetra-Geldbeutelchen, Tetrapack-Geldbeutelchen machen und Schlüsselanhänger aus Kronkorken. Aus Kronkorken und Fahrradschlauch. Ne? Genau. Ich glaube, das muss ich nachher bei dir machen, die finde ich so cool. Hast du noch was zum Zeigen dabei? Nee, das sind das die Sachen, war's. Die ich jetzt mitgebracht habe. Also es geht halt, bei mir geht es hauptsächlich darum, ich versuche die Abfälle zu verarbeiten, die jede Person so im Keller liegen hat, damit halt auch in den Workshops klar wird, ja, das kann ich selber machen, weil wenn ich jetzt Ballonseide oder alte Turnmatten verarbeite, ist das natürlich auch Upcycling, aber wer hat Ballonseide oder alte Turnmatten im Keller liegen? So gut wie niemand. Aber zumindest einen alten Atlas, einen alten Fahrradreifen oder eine alte Diskette, irgendwas davon liegt in deinem Keller. Und es ist ja auch einfach vielleicht so ein Gedankenanstoß, mal drüber nachzudenken, was man eigentlich hat und so nach dem Motto Use what you have, nicht einfach jedem Trend nachzurennen und hier irgendwie wieder für 90 Euro Material zu kaufen, um dann irgendwas zu basteln, sondern erstmal zu gucken, was man da hat und was man damit anfangen kann und vielleicht auch einfach kreativ zu werden. Genau, mir ist halt auch bewusst, Upcycling ist keine Lösung der Probleme. Das, was ich mache, ändert erstmal überhaupt gar nichts. Aber das kann halt bei Leuten den Gedankenanschluss geben, ihr Verhalten zu verändern, weil das Problem ist der Müll, den wir produzieren und unser Konsumverhalten. Und das muss geändert werden. Es ist egal, wie viel Müll ich im Jahr verarbeite, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Und selbst wenn alle Menschen das machen würden, würden wir die Menge, die wir pro Jahr produzieren, gar nicht verarbeiten bekommen. Ja, auch die Menge, die schon da ist. Genau. Ne? Also das sind einfach... Es gibt ja schon ganze Landschaften, die nur noch aus Müll bestehen. Ja. Das ist einfach jetzt durch so ein bisschen Zero Waste und so ein bisschen Upcycling auch nicht mehr aufzuhalten. Aber also wann anfangen, drüber nachzudenken, wenn nicht jetzt? Ja. Genau, und das ist halt mein Ansatz ist ja auch immer bei den Workshops so, das Tetra-Monet, also das Portemonnaie aus Getränkekarton, das ist jetzt kein revolutionäres Ding und das wird nicht viel verändern. Aber die Leute kommen darüber in den Gedanken und ich gebe ja bei den Workshops auch immer Hintergrundinformationen und sage dann halt zum Beispiel, ey, kauft keine Getränkekartons, das ist ein Schwachsinnsprodukt. Das sind drei wertvolle Rohstoffe, Metall, Mineralöl, Holz, für einmal austrinken, wegwerfen, nimm eine Glasflasche oder einen wiederbefüllbaren Behälter und versuch halt zu vermeiden, diese Dinger zu kaufen. Wie lange machst du das schon? Hauptberuflich mache ich das jetzt seit April 2014. Ich habe im Sommer 2013 angefangen und da wurde relativ schnell aus dem Hobby klar, dass das so zeitintensiv ist, dass ich gar keine Zeit habe, was anderes zu machen. Und genau, bin dann jetzt quasi im fünften Jahr. Wie wird das so angenommen hier in der Ecke? Du kommst auch aus der Ecke Dortmund, ne? Genau, ich habe zufällig ein Heimspiel. Ich mache das Ganze bundesweit und auch im nahen Ausland, aber jetzt gerade in Dortmund. Das Interesse generell steigt bei dem Thema. Es gibt halt mehr Leute, die es selber machen mittlerweile. Der Begriff Upcycling ist bekannt. Das vor 3-4 Jahren musste ich denen noch oft erklären. Was heißt das überhaupt? Das muss ich heute gar nicht mehr. Also hier auf der Kreativa war jetzt noch nicht eine Person, die mit dem Begriff Upcycling nichts anfangen konnte. So. Ja. Der wird bekannter. Ja, was mich halt auch immer erstaunt ist, dass die Leute irgendwie denken, es wird ja recycelt, dann ist ja alles gut, ne? Nee, leider nicht. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also...
beim Recycling ist halt, es gibt bestimmte Wertstoffe, die tatsächlich recycelt werden. Das ist halt Weißglas, Metalle, sondern Papier noch, also Holz, und dann hört es auch schon auf. Also bei Kunststoffen ist es schwierig. Das sind nur ganz bestimmte Kunststoffe, die recycelt werden können. Und auch da ist halt das Problem, so als Beispiel der Getränkekarton. In Deutschland werden pro Jahr 655 Millionen Stück verbraucht. Ja, was du alles weißt, ist der Wahnsinn. Die Recyclingquote liegt, je nach Schätzung, wer die Zahlen macht, zwischen 30-40%. Mhm. Die werden tatsächlich recycelt. Wobei unter diese Recyclingquote fällt auch das Zeug, was ins Ausland verschifft wird, was dann weg ist. Das heißt, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Von den 100% Tetrapacks, die wir kaufen, werden nur 40% recycelt. Und das heißt auch nicht, dass aus denen hinterher irgendwas Sinnvolles wieder entsteht, sondern... Da kann auch sein, dass aus dem Plastikgranulat irgendwelche Straßenbelege geklumpt werden oder sowas. Das heißt, das Recycling ist eigentlich meistens Downcycling. Es kommt hinterher meistens ein Produkt dabei raus, was von minderer Qualität ist als das Ursprungsprodukt. Also man kann nicht davon ausgehen, dass, wenn da irgendwo draufsteht, das ist ein Recyclingprodukt, damit schützt man die Umwelt oder damit trägt man zu irgendwas bei. Ja, als Beispiel auch immer bei Altpapier. Das ist natürlich gut, dass Altpapier recycelt wird, aber wenn ich eine Zeitung wegwerfe, und um daraus neues Papier zu machen, naja, die Druckfarbe ist da noch drin und die kriege ich nur mit Chemikalien raus. Und das ist halt nicht umweltschonend, sondern das ist natürlich immer noch besser, als irgendwelche Wälder abzuholzen. Aber Recycling ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber ist auch keine Lösung der Problematiken. Ich habe mal irgendwo gelesen, Recycling is a good place to start, but a bad place to stop. Ja. Und es ist natürlich auch wahnsinnig energieintensiv. Also es wird wahnsinnig viel Wärme und viel Wasser teilweise benötigt, um Sachen zu recyceln. Was würdest du dir wünschen, wo die Entwicklung hingeht, gerade so im Kreativbereich? Also im Kreativbereich wäre es halt auf jeden Fall intelligentes Design, also Cradle-to-Cradle-Prinzipien, also Produkte so direkt zu designen, dass halt möglichst wenig Abfall anfällt oder dass die, wenn sie kaputt gehen, dass man sie einfach... Ja, was weiß ich das, Bio-Fairtrade-Baumwoll-Shirt, wo keine Chemikalien drin sind, kann ich auch im Kompost legen, wenn es kaputt ist, weil das sind nur Naturmaterialien, da muss ich mir keine Gedanken machen. Oder aber zum Beispiel Elektrogeräte, wenn ein Laptop kaputt geht, ist meistens genau ein einziges Bauteil kaputt und der Rest funktioniert eigentlich noch. Das Zeug müsste modular aufgebaut werden, dass ich das selber tauschen kann. So wie beim Fairphone, ne? Wie beim Fairphone oder sowas. Aber die Industrie hat ja geplante Obsoleszenz, die Dinge sollen kaputt gehen, damit du sie neu kaufst. Thomas Arthur Edisons Glühbirne brennt heute noch. Man kann Glühbirnen so bauen, dass sie nie kaputt gehen. Mhm. Aber dann kauft niemand mehr Glühbirnen. Und da muss halt auf politischer Ebene was geändert werden. Das können wir jetzt alleine erstmal nicht machen. Da muss Druck auf die Politik ausgeübt werden. Da müssen andere Rahmenbedingungen und Gesetze geschaffen werden. Ich selber kann halt anfangen, mein Konsumverhalten zu ändern. Nicht den ganzen Mist kaufen, der einem angeboten wird, sondern drüber nachdenken, was kann ich anders machen? Und dabei so ein bisschen Beispielfunktion da sein und zeigen, dass es auch anders geht. Genau, und vor allem heißt es ja gar nicht, ich muss von heute auf morgen Zero Waste leben. Das kriegt niemand hin, das kriege ich auch nicht hin. Aber ich kann halt anfangen, mir anzugewöhnen, den Jutebeutel mitzunehmen, meinen eigenen Kaffeebecher und vielleicht halt, wenn ich irgendwo ein Getränk bestelle, zu sagen, nein, ich möchte keinen Strohhalm, den brauche ich nicht. Genau, ja, Strohhalme sind auch nochmal so ein Thema für sich. Da könnten wir jetzt auch nochmal anfangen zu philosophieren. Das heißt, das ist bei dir auch einfach von vorne bis hinten eine komplette Lebenseinstellung. Anders könntest du dein Label wahrscheinlich auch gar nicht führen. Das heißt, du lebst auch privat so. Ja. Ich habe gesehen, deine Visitenkarten sind auch mit einem Stempel gedruckt auf alten Pappkartonstücken und so. Also du machst das wirklich konsequent von hinten bis vorne durch. Ich habe bei dir am Stand bei diesen Kronkorken, nicht bei diesen Kronkorken, bei diesen Schlüsselanhängern aus Kronkorken, ein Schild gesehen, wo du genau dem Kunden erzählst, was da verwendet wurde, welche Materialien davon alt sind und welche neu sind. Und es erstaunt mich wirklich, dass du wirklich, also wie konsequent das aufgebaut ist, dass du so wenig Neues wie möglich tatsächlich verbaust. Ja, also mir geht es ja auch um ein Stück weit Transparenz dabei. So. Die Leute fragen dann auch immer, ne, warum kostet jetzt der Müll 5 Euro, den ich da verkaufe, den ich zusammengebaut habe? Und ich kann ja dann immer sagen, so, der Müll kostet mich nichts, der kostet kein Geld, den kriege ich halt umsonst. Woher kriegst du den eigentlich? Leute bringen mir das, ich sammle das, 1000 Bezugsquellen. Aber diese einzelnen Komponenten vorzubereiten, das kostet ganz schön viel Arbeitszeit. Ja, du musst die Fahrradschläuche säubern, nehme ich mal an. Ich muss die auch erstmal holen, ich muss den Lagerraum bezahlen, wo die lagern. Und dann kostet so ein Schlüsselanhänger halt 5 Euro, auch wenn das Material mich eigentlich kein Geld kostet, aber der Weg, dass ich überhaupt hier auf der Kreativer stehen kann und den Leuten das hier anbieten kann. Ja, mein Standgebühr halt, und so weiter, ne? Genau, das steckt da halt alles mit drin. Und dann ist halt immer dieser Gedanke, ah, das ist ja der Müll, das Geld liegt auf der Straße.
Nee, da würde ich direkt immer verneinen. Also wenn man das für sich selber macht, klar. Aber du musst auch immer mit einrechnen, wie lange brauchst du dafür, wenn du es machst. Ist es dir wert, 2 Stunden Arbeitszeit zu verwenden, um alles zusammenzusammeln? Ja, das hatten wir schon mal. Also gerade bei diesen ihr seid schon in den Startlöchern, ne? Alles klar. Also wir müssen so ganz langsam, ist super interessant, mit dir zu quatschen. Könnte ich noch eine halbe Stunde weiter tun? Mache ich vielleicht auch gleich. Ich hoffe, dass ich Gelegenheit habe, zu deinem Workshop zu kommen. Du bist in Halle 4 und zwar direkt bei uns in der Nähe. Weißt du deine Standnummer? Ja, die Standnummer 4D90 direkt vor der Hauptbühne. 4D90 direkt vor der Hauptbühne könnt ihr Thomas von Tanz aus Ruinen und noch 1-2 andere Upcycling-Stände bewundern und Produkte kaufen und euch mit den Leuten unterhalten. Also ich sage ja immer, redet mit den Leuten, fragt sie, was hinter ihren Produkten steht. Das ist sehr interessant, also mit wem man sich da unterhält und wer einem wirklich was zu seinen Produkten erzählen kann und wer nicht. Ich muss mal kurz nach Britta rufen. Britta, kommst du mal einmal zu uns rüber, Schätzelein? Komm zu mir. Britta, so, ich bin dabei. So. Wir wären soweit fertig. Wir haben alles durchgequatscht. Wir könnten auch noch eine halbe Stunde länger quatschen, aber ich fürchte, das passt nicht in den Sendeplan, oder? Im Moment gerade nicht, weil unser nächster Gast ist natürlich schon angerauscht, was wir ganz toll finden, da er sich im Innenhof befindet und für das leibliche Wohl... Man riecht schon, was er macht. Ja, aber ich glaube, er wird gleich noch näher drauf eingehen. Das Fiese ist, ich darf das nicht essen. Warum nicht? Naja, ich kann doch nicht hier im Publikumsverkehr stehen mit so einer Knobi-Fahne. Das ist schlecht, genau. Aha. Also wir sollten das mit der Knobi-Fahne, das sollten wir sein lassen, aber ich weiß, ich glaube, der Martin hält sich gleich an gar nichts. Mal sehen. Ja, schönes Interview, vielen Dank. Und falls uns dann gleich nochmal irgendwie was ausgeht, dann holen wir dich einfach nochmal ins Gespräch. Und du bringst noch den halben Stand mit und zeigst, was so tolles upcycelst. Ja, wie gesagt, wir könnten uns auch noch eine halbe Stunde länger unterhalten. Gut zu wissen. Also vielleicht sehen wir dich dann heute nochmal. Aber ich wünsche dir ein tolles Gelingen auf der Messe und viel Erfolg und weiterhin so viele tolle Ideen, die man dann auch umsetzt. Das ist echt bemerkenswert. Dankeschön.